Das Wahrzeichen des Gallusviertels ist der mittelalterliche Wartturm Galluswarte, die früher Galgenwarte hieß, weil hier der Frankfurter Galgen stand. Das Gallusviertel ist gerade stark im Kommen. Das liegt unter anderem an den 5 großen Wohnungsbauprojekten, an denen aktuell gebaut wird. Durch die Lahnschen Höfe beispielsweise entstehen eine Vielzahl an Eigentums-, Mietwohnungen und Studentenappartements. Das Gallus gilt als Multikulti-Viertel. Hier herrscht die höchste Ausländerquote und es ist der jüngste Stadtteil im Altersdurchschnitt. Das Gallus war früher ein typisches Arbeiterviertel, dessen Stadtbild bis heute durch die Backsteinpaläste der Fabriken geprägt ist. Die Bewohner des Viertels haben eine sehr ausgeprägte lokale Identität. Das Gallus ist bunt und kreativ. Hier befindet sich die Medienhochburg Frankfurts, unter anderem mit dem Sitz der FAZ und der Frankfurter Neuen Presse. Weit über die Stadtteilgrenze hinaus bekannt ist das Gallus-Theater in der Kleierstraße. Hauptverkehrsader des Viertels ist die Mainzer Landstraße, auf der Neubaumaßnahmen zu einer positiven Veränderung geführt haben. Der Hauptbahnhof bietet eine optimale Verbindung überall hin. Es wird halt hier auch viel gebaut, es wird auch viel gemacht, also gerade auch für die Bevölkerung. Also hier gibt es viele soziale Einrichtungen, auch die Infrastruktur wird immer besser. Der zweifelhafte Ruf, der das Gallusviertel lange verfolgt hat, wird nach und nach revidiert. Heute zeigt sich der Stadtteil facettenreich, widersprüchlich und stark im Wandel. Es fängt immer mehr an, jetzt halt durch auch die Bebauung hier vom Europaviertel, dass immer mehr so Künstler, Kreative, Architekten, Werbefirmen sich hier ansiedeln, weil es halt einfach noch so urban ist, also es ist einfach noch so urtümlich. Und deswegen kommen halt immer mehr Leute hier ins Gallus. Durch das neu entstandene Europaviertel entstehen Hochhäuser und modern futuristische Gebäude in dem alten Industrieviertel. Hier wurde auch endlich ein Park angelegt. Im Rahmen eines Aufbauprogrammes der Stadt wurde das Viertel an vielen Stellen aufgebessert und saniert. Auch Kinderspielplätze und ein Bolzplatz bieten jetzt Platz, um sich im Freien aufzuhalten. Das dicht bebaute Viertel befindet sich wie kein anderes in einem rasanten Wandel und ist somit einer der spannendsten Stadtteile.